Hier ist German Television und ich habe den Grund gefunden, warum wir euch die Exquisite VIP leider nicht mehr mit Strom zeigen können. Wir haben kurz nach 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr, der Strom ist aus in der Ausstellung, das macht aber nichts. Ich habe ein bisschen meine Lampe hochgefahren, denn das Modell möchte ich euch wirklich zeigen, Exquisite 685 mit einem Queensbett, einer 2,5 Tonnen Auflastung, 52.745 Euro. Und extrem abgedunkelten Fenstern, der 685 Exquisite VIP Hammer Wohnwagen mit einer ordentlichen Breite, aber keiner Riesenhöhe, sodass ich also hier wirklich in Verbindung mit einem Mover fast überall reinkomme. Also ich selber habe ja mal Tabat gefahren, Wohnwagen mit einer Gesamtlänge von, ich glaube 9 Meter war der lang mit der Eichsel und das war kein Problem. Hier sind wir bei 9,57 Meter, Mikro-Hammerschlagblech, sieht so aus und hat natürlich enorme Vorteile. Du siehst da nicht jeden Piez drin und man kann es sehr gut reparieren. Es gibt mehrere Vorteile für das. Hardteil-Aufbautür mit Fliegenschutzgitter und einem kleinen Mülleimer hier unten. Der ist hier mit eingebaut. Hier haben wir das Fliegenschutzgitter integriert und jetzt sieht man hier direkt mal rein, wie das Ganze sich denn darstellt. Ja, eben haben wir aus dem anderen Auto mal ein Foto geschossen, beziehungsweise ein Teil vom Video. Es war alles richtig warme Beleuchtung hier mit drin. So müsst ihr euch das vorstellen. Ich kann ja mal hier auf, warte, ich stelle mal hier auf 3000 Kelvin. Da wird alles ein bisschen mehr Mallorca. Und da könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen mit meinem Kopflicht, was ich hier drauf habe. Also, fangen wir mal an. Große Riesen-Rundsitzgruppe mit versenkbarem Tisch, der hier unten drunter ist. Also hier kann ich den Tisch runterfahren und kann hierbei dann auch nochmal ein Bett bauen. Also aus teilweise den Polstern, die mit drauf sind, sehr, sehr beliebt. Dann sieht man hier vorne also jede Menge Stauschränke, inklusive hier natürlich so einen Spiegelschrank, ganz schick. Für Gläser und Co. und tiefen Schränken. Also hier komme ich wirklich mit dem Arm. Also könnt ihr das sehen, der geht bis hierhin, geht der Arm rein. Und man hat eine enorme Beladungstiefe hier mit drin. Das ist die Küche mit einem großen Herd mit Ober- und Unterhitze. Das kennt man eigentlich von den skandinavischen Modellen, die man hier hat. Noch ein bisschen mehr Gas geben und dann seht ihr alles noch mal ein bisschen besser. Also das ist die Küche, die wir hier haben. Da ist er, der große Ofen von Tedford mit Elektrofeld hier oben links und drei Flammen Gaskocher und natürlich einem zwei Backofen sogar, einen mit Ober- und Unterhitze und der andere, da kann man zum Beispiel Pizza drin machen und so weiter. In einem Schrank, der ist hier mit eingebaut, also mit großen Fächern. Und das ist so das Gesamtbild von der Küche, wie sich das darstellt. Gegenüber, rechte Seite, dem Verfahrerseite haben wir die Dinette, die ist separat. Hier sieht man die Truma Heizung mit Truma Vent eingebaut, also am Lüftungssystem, was die Heizungswärme verteilt. Die Steuerung ist hier von der Truma Vent. Das kann man auch so einstellen, dass es wirklich nachts extrem leise ist. Man hört die Lüftung eigentlich überhaupt nicht mehr. Großer Tedford Kühlschrank mit der Getränkeschublade, die ist hier mit drin. Und ja, das Queensbett, das komplett umlaufend ist, sodass ich hier komplett umgehen kann. Das Einsteigen ist wie zu Hause. Es ist auch ein Feeling wie zu Hause mit einem Ausgleichskeil. Das heißt also, hier kann ich einfach das Bett anziehen. Dann fällt der Keil hier rein. Ich zeige euch das mal gerade. Und der erweitert dann das Bett um diese paar Zentimeter, was natürlich für große Menschen wichtig ist. Ist das nicht drin, dann ist hier der Durchgang auch nochmal ein bisschen breiter. Durchkommt man auf jeden Fall. Aber es macht das Ganze nochmal ein bisschen komfortabel. Wie beim Queensbett üblich, hier Kleiderschränke links und rechts. Hier bei dem VIP-Modell, und da habe ich jetzt auch wirklich viel Platz, um alles, was ich habe, an hängender Kleidung unterzubringen. Ein Heckbad, also der Kleiderschrank identisch nochmal auf der Seite. Hier ist nochmal ein kleines Nachtschränkchen drunter. Da kann ich Sachen drauf und runter legen, jeweils mit Steckdose drin. Lichtschalter natürlich direkt hier drüber.
Und das Heckbad, das wir so ähnlich schon mal gesehen haben, mit riesiger Dusche, eine Ablagemöglichkeit, wo andere nur von träumen. Hier kann ich also alles an Duschgels und so weiter kann hier ablegen. Und hier kann ich also duschen, bis der Tank leer ist. Richtig schön. Ich habe eine feste Tür hier drin. Warte mal, hier oben wird sie entriegelt. Stimmt das? Ja, stimmt. Also, da ist die Entriegelung für die Tür. Und die kann ich zumachen, wenn ich mein Geschäft vollrichte. Denn auf der linken Seite ist natürlich die Toilette. Hier ist das Waschbecken. Und hier ein komplett verspiegelter Schrank, der so ein bisschen ja, mit der Holzoptik sehr ungewohnt ist im Bad. Aber ich finde es mal ein bisschen anders gedacht. Großer Schrank, kleiner Schrank, bei dem ich die Kleider auch noch ausziehen kann, damit ich etwas besser rankomme. Und dieser Tedford Kassettentoilette. Ich schieße mal gerade von der anderen Seite. Also das ist jetzt Blick von der Toilette auf das Badezimmer mit großen Schränken nochmal unten drunter, wo ich also Sachen nochmal richtig unterbringen kann. Viel Platz. Also dank der Zuladung hier natürlich üppig, weil das Fahrzeug kriege ich dann auch für 2,5 Tonnen in der Zuladung. So, wir werden auf jeden Fall euch noch mehr zeigen. Für mich ist heute Schluss in Sulzemoos am 22. Wir haben 3 Tage lang gefilmt, tolle Videos erstellt, nicht nur Wohnmobile gezeigt, sondern auch zum Beispiel solche Wohnwagen hier von LMC. Und denkt dran, wer zu spät filmt, der hat kein Licht mehr. Und deswegen hat mein Kopflicht hier nochmal alles herhalten müssen, was es hatte. Es hat noch einen Balken. Heißt, ein bisschen kann ich noch filmen, euch zum Beispiel nochmal einen Gesamtüberblick hier reingeben in diesen riesen Wohnwagenraum mit drin, mit nur einem Kopflicht. Also ihr merkt, wie schön wäre es jetzt, wenn hier die ganze Beleuchtung indirekt noch an wäre. Hier noch ein kleines Detail, Fernseher direkt natürlich neben dem Bett. Ich liege gerade auf dem Bett, schaue auf den Fernseher drauf und hier habt ihr nochmal ein großes Fenster mit drin, mit Flächenvorhängen, also wie zu Hause. Ganz, ganz toller Wohnwagen. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Zeit, können das Ganze nochmal ablichten mit der Ambientebeleuchtung und allem, was sich der Hersteller vorgesehen hat. Klimaanlage hatte ich, glaube ich, eben schon erwähnt. Und da sind wir. Ich zeige euch nochmal den Preis. Also hier liegen wir bei 48.900 Euro und wie hier steht 52.745 Euro der Exquisit 685 VIP und zum Tandero New Edition sind wir leider nicht mehr gekommen, der ist auch ganz neu reingekommen, TAN 500E, können wir vielleicht noch einmal kurz die Kamera reinhalten, dass wir das sehen, so sieht er aus, denn da habe ich wirklich absolut neues Design mit allem, was das Herz begehrt, der Tandero. Also sowas seid ihr von LMC wahrscheinlich gar nicht gewohnt, aber die werde ich euch beim nächsten Mal zeigen mit Licht und wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, mit wirklich Möbelfronten, wie ihr das überhaupt nicht gewohnt seid. Also unglaublich viel Platz, neues Design, 2 Längsbetten hinten, große Kleiderschränke. Und alles mal ein bisschen jugendlicher, ein bisschen moderner gemacht für, ja, die Zielgruppe kann man gar nicht sagen. Kann für ältere Menschen sein, für jüngere Menschen. Also ganz neues Design von LMC. Und wo wir gerade dabei sind, das war jetzt der LMC Tandero New Edition, der hier da ist. Und hier ist noch ein New Edition, wahrscheinlich mit einem etwas anderen Grundriss. Auch da können wir mal kurz reingucken, wie der aussieht. Ja, hier haben wir eine Frontsitzgruppe, Kühlschrank auf der Seite und 2 Längsbetten mit Erweiterungsmöglichkeit in der Mitte und dieses neue, ja fast schon unglaublich jugendliche Design für LMC, perfekt umgesetzt. Auch der beim nächsten Mal mit im Bild. Dann noch ein Blick noch einmal in die Toilette. Auch hier alles neu. Ganz neues Design. Also wenn ihr wollt, kommt in den Freistaat, da könnt ihr die Fahrzeuge sehen. Die neuen 23er Modelle. Ganz frisch sind sie reingekommen. Mich haben sie fasziniert und vielleicht euch auch. Denn
Das Design ist wirklich außergewöhnlich schön. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.